Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus. Und wir haben seit einem Weilchen ein Problem. Wir haben hier nichts zu trinken. Und unten haben wir auch kein Wasser gehabt. Und wir haben schon mittlerweile drei Schildkrötenpanzer hier. Es hatte auch vor kurzem noch geregnet gehabt. Aber es hat einfach kein Wasser hier gesammelt. Daher würde ich sagen, haben wir noch was zu essen? Auch nicht. Wir müssen eben an Land und uns irgendwas zu trinken suchen. Bevor wir hier elendig verdursten. Das heißt, wir müssen zu den Ureinwohnern da ans Dorf. Da nach Wasser suchen. Ja, Hunger haben wir auch noch. Wer hätte gedacht, dass wir so weit im Spiel wieder so eine Hunger- und Durstkrise haben? Wer hätte das ahnen können? Hier, die Dinger sammeln wir auch ein. Zur Not haben wir hier, kriegen wir hier vielleicht mal Alkohol oder sowas. Cool. Das heißt erstmal nicht so schnell verdursten. Also Stöcke haben wir. Nochmal Alkohol. Und der Ureinwohner? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Wir wollen diese Richtung. Und ich hoffe, die kommen uns nicht wie beim letzten Mal wieder entgegen. War aber notfalls noch den hier. Können wir die niederbrennen? Kleine Steine können wir noch sammeln. Ich hoffe, die kommen mir jetzt auch nicht entgegen. Ich habe hier schon ein bisschen Angst, so weit von zu Hause weg. Hoffen wir mal, dass die irgendwo am anderen Ende der Insel sind. Warte, war nicht da. Oh, nö. Das Viech. Ich hoffe, der ist aber nicht auf dem Weg zu mir. Und er scheint doch hierhin auf dem Weg zu sein.
Och nö, noch. Sie sollen bitte wegbleiben. Die sind auf dem Weg hierhin. Die laufen in meine Richtung. Okay, die laufen wieder zurück. Ja, den bin ich noch nicht aufgefallen. Ja. Ein kleines Fleisch. Können wir eben ganz schnell einfach das Feuer hier machen. Machen wir mal hier. Aber wir brauchen was zu trinken. Das heißt, wir müssen gleich an Thrombosen Jonas und Muschi Klaus da vorbei. Wo sind die denn schon? Ah, okay, da sind jetzt die anderen Ureinwohner. Wo ist Muschiklaus und so hin? Können wir da jetzt ganz normal hin? Ich hoffe, die Antwort lautet ja. Boah, habe ich mich erschrocken. Oh, der ist da unten. Dieses Dorf können wir vergessen. Ich glaube, gegen den kommen wir erstmal noch nicht an. Was ist draußen los? Also hier bei mir draußen. Der hat bestimmt Alkohol. Nur wie es aussieht, müssen wir uns erst einmal nur von Alkohol ernähren.
Vorausgesetzt, wir finden Alkohol. Warte mal, wo waren die anderen Dörfer? Okay. Eins, zwei, drei, vier Dörfer, glaube ich, haben die hier. Eins war irgendwo, wenn wir die ganze Zeit nur geradeaus gehen würden. Alles andere als angenehm durch den Wald zu spazieren. Wenn man weiß, dass hier über diese Viecher sind. Ah, hier haben wir Zeltplatz wieder. Wir haben doch bestimmt noch was zu trinken, ne? Boah. Wie? Keine Ahnung, wo die sind. Aber wir haben hier ein bisschen was. Mal an Medizin. Ein Snack. Nochmal Pfeile. Oh, Bargeld. Nochmal Bargeld. Neue Pflanze entdeckt. Kopf haben wir. Klebeband. Nochmal Bargeld. Bargeld. Bambi. Snacks finden wir aber nichts zu trinken. Wäre schön, wenn wir was zu trinken finden würden. Essen ist ja nicht das Problem. Essen kriegen wir ja genug. Wir haben da unsere Schildkrötenfarm. Wo genau sind wir jetzt?
Wir gehen nach Hause. Müssen wir uns erstmal nur mit der einen Flasche Alkohol, die wir haben, begnügen. Und die 3 Milliarden Snacks hier. Boah, es wäre schön, wenn es aber mal wieder regnen würde. Oder dass wir das Wasser von hier einfach aufbereiten können. Die sind immer noch leer. Oder wir schnappen uns eben 2, 3 Schildkröten. Müssten, ja, da kommen sie schon. Ich hoffe, die haben hier wieder was nachgebaut. Nee, haben die nicht. Schade. Auch hier. Die haben die eins nachgebaut. Warte mal. Was kann ich mit dem Geld machen? Okay. Mehr nicht. Den kann ich Sprengstoff bauen. Nur noch eine Uhr fehlt. Achso. Hätte ich vielleicht auch mal Fleisch drauflegen sollen. Ja, ist fertig. Und wir haben wieder Durst. Ja, bleibt uns nichts anderes über, als den Alk zu saufen. Dann heißt es, was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Ach, da kommen die schon wieder. Sieht schon lustig aus, wie die rennen. Da einer rennt vor und da vier Mann. Hab's da hinterher. Warte mal. Wir könnten aber auch mal wieder zu dem anderen Boot dahin fahren. Da gab es ja was zu trinken. Wo war denn der eigentlich nochmal genau? Da, genau, wo der Anker ist. Da war das Boot. Da hatte der immer was zu trinken dabei. Hoppla. Dann schippern wir mal darüber. So, jetzt habe ich eine Ohrwurm. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Oder was sagen wir mal, in der nächsten Folge machen wir uns dahin auf den Weg. Ich habe schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Dann sehen wir uns auf der nächsten Folge wieder, die wir auf der Suche nach dem Wasser sind. Ciao.